Wenn mein Vater das Video sieht, dann. Das ist mein schönstes Tattoo. Ein paar Fotos mache. Hallo, ihr Lieben, und willkommen bei einem neuen Vlog auf unserem Kanal. Heute steht was ganz Tolles an. Da ist jemand gerade am Zähneputzen und sich fertig machen, denn wir gehen gleich, wie ihr schon im Titel wahrscheinlich gesehen habt, zum Tattoo-Studio. Ich bin richtig gespannt. Sie wurde so lange nicht tätowiert. Schatz, was war dein letztes Tattoo? Ah ja, mein Name. Mein Name war ihr letztes Tattoo. Und seitdem wurde sie nicht tätowiert, das ist jetzt gut 5 Monate her. Ich hatte danach ja schon noch einen Termin. Eigentlich hätte ich vor 2 Wochen einen gehabt. Der ist aber leider ins Wasser gefallen. Und ich bin so traurig und neidisch. Ja. Sie geht jetzt auf Instagram live, während sie sich schminkt. Und deswegen immer schön uns auf Instagram folgen. Ding! Und lasst dem Video gerne schon mal einen Daumen nach oben da. Sie schminkt sich einfach hier. Sie schminkt sich einfach hier an diesem kleinen Spiegel. Wir haben vorgestern festgestellt, genau, weil das Tageslicht ist, von vorne. Sie hat sich einfach, das kannst du gar nicht vergleichen, mit, als das da hinten in der Ecke war, der Schminktisch. Das Problem ist, dass mein Licht kaputt war und das Licht nur von oben kam, anstatt von beiden Seiten. Und deshalb sah das schon mal. Du hast dich viel zu dunkel meistens geschminkt. Ja, weil das Licht schlecht war. Das Licht war einfach schlecht. Deswegen, Leute, wenn ihr euch gut schminken wollt, also das hört sich jetzt komisch an, wenn ich das sage, aber ich hab's ja jetzt gesehen, holt euch so Tageslichtlampen. Da haben doch sogar Leute, die gestern geschrieben, ne? Ja. Wow, du bist ganz anders geschminkt. Sie hat es gemacht wie immer. Ich hab nur mit Tageslicht. Ja, ich habe mich komplett. Also ich habe mich wie immer geschminkt. Ich schminke mich eigentlich immer gleich. Soll sie mich auch mal schminken? Sollen wir mal so ein Video machen? Wäre das nicht witzig? Ja, das wäre geil. So mit Lashes und so. Meine Cousine hat mich damals mal als Mädchen verkleidet. Und bei den Abi-Motto-Tagen, da hatten wir auch einmal so Geschlechterrollentausch. Dann hattest du sogar High Heels an. Da hatte ich einfach High Heels an. Ich hatte früher Leute 36 einfach mal. 36, ich habe sogar letztes meiner Freundin ein paar Schuhe gegeben, also richtig gute Schuhe. In 36, weil meine Füße sind einfach gewachsen. Auch nach der Schwangerschaft? Ja! Sie ist einfach nach der Schwangerschaft 5 cm gewachsen fast. Und 2 Schuhgrößen größer. Das ist, also ich habe so zwischen... Ich hab, oh mein Gott, stell dir mal vor, wir kriegen noch 2 Kinder, auf einmal bist du 1,90. Nein. Ich habe den Freundes verloren. Okay, dann können wir nicht nähen. So, dann mach dich mal fertig. Wir sehen uns dann gleich, wenn Alina geschminkt ist. Wir sind jetzt fertig gemacht. Ihr fehlen leider die Wimpern, deswegen hat sie schlechte Laune. Und jetzt müssen wir schnell was zu essen organisieren, weil sie braucht was im Magen wegen Laune und wegen Kreislauf. Ja. Also let's go. Yeah. Okay, 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 okay. Leute, wir sind mal wieder ein bisschen Zeitdruck, aber. Wir waren jetzt gerade kurz im Elbe und haben uns nochmal schnell was zu essen und zu trinken geholt. Und ich habe mir kurz meine Lashes geholt, die ich gleich kleben werde vielleicht. Mal gucken. Jetzt fahren wir nochmal kurz und holen nochmal Gutscheine für die beiden. Und jetzt müssen wir uns wirklich ein bisschen beeilen, weil es ist 20 vor 12. Ich habe uns 5 Uhr einen Termin. Also wir kommen ein bisschen später. I'd rather ride in the wind and let her hair blow. Good vibes, never walking with my head low. On a high, so we put it in the air, bro. Aurel ist jetzt kurz den Gutschein holen, als kleine Geste einfach. Hi. Also ich würde jetzt meine Wimpern einfach kurz kleben. In der Zeit holt ihr das eben. Das hat sich gereimt. Ich habe jetzt die Zange nicht mit, aber ich hoffe, ich kriege das schon so irgendwie, ja, irgendwie hin. Und dann werden wir dahin düsen. Ich bin wirklich gespannt, was ich mir heute tätowieren lasse. Also eine Sache, also ich habe eigentlich 3 Ideen, 3 Stück. Also das eine ist ja eigentlich geplant und die 2 anderen Sachen, das sind, also das eine ist auch etwas größer und das eine ist ganz klein. Ich guck mal einfach, ob wir das heute dann hinkriegen. Okay, ich krieg's gar nicht hin. Man sieht eigentlich schon direkt den Unterschied. Auf jeden Fall klebe ich jetzt meine nächsten Wimpern auf und dann sehen wir uns einfach gleich, würde ich sagen, im Tattoo-Studio. So, wir sind jetzt da. Wir haben einen Parkplatz direkt vor der Tür bekommen, was uns sehr, sehr freut. Und Schatzi meinte gerade, sie hat vielleicht ein bisschen Dünnpfiff. Sie ist nämlich sehr aufgeregt. Mal sehen. Und jetzt geht's rein und dann wollen wir mal gucken, was die Frau sich heute alle stechen lässt. Wenn ihr heftigste Tattoos haben wollt, wirklich alle Leute sind hier super. Odyssey-Tattoo, schaut vorbei. Und dann geht mal rein. Alle Tätowierers. Wie
Rodzina jest tam, gdzie życie się zaczyna. Ja. Sie hat so Angst, sie ist am Zittern. Aber ich dachte, das wird so klein und es wird jetzt richtig groß. Schaffst du, ja? Ja, schaffe ich. Wenn ich Schuhe ausziehe. Das ist hier Service. Hier werden sogar die Schuhe vom Tätowierer ausgezogen. Das habt ihr nur bei Odyssee Tattoo. Die ist original. Aber für hier, total frisch. Okay, wo fange ich an? Ich fange an. In der Mitte. Bist du bereit? Warte, ja. Okay, das geht. Ja. Geht ja. Okay, dann wird Baba gerade. Okay, gut. Wenn du genauso aushältst. Okay, ja, das ist gut. Ich halt auch. Erster Buchstabe geschafft. Was? S? Mhm, ja. Das war jetzt ein Buchstabe. Das war ein Y. Wir haben 3 Wörter geschafft. Was? Jetzt ganz spontan kommt noch ein Tattoo dazu. Jetzt werden hier auf erstmal Fotos gemacht von dem fertigen Tattoo. Und ich muss sagen, es sieht so gut aus. Auf jeden Fall spontan kommt jetzt noch etwas dazu. Eine AK im Wandschrank. Wir haben jetzt noch eine andere Vorlage gemacht, weil die viel zu klein war, weil meine Beine einfach so breit sind. Das heftigste spontane Tattoo ever. EU West Amina Zickzack. Ich bin, also wir können gerade alle selber nicht glauben, was jetzt hier gerade passiert. Aber mein Vater das Video sieht an. Echt? Ein Kopf kleiner? Ich hätte das niemals gedacht, dass ich mir das mache, aber ich finde das. Aber viel Lieben meint, ist zu ghetto, zu heftig. Und zwar hier auf den Oberschenkel eine Kalaschnikow. Da habe ich dich echt mit uns eingestellt. Ich wollte schon letztes Mal hier eine haben. Hier wollte ich eine haben. Stimmt, ja. Aber ich brauche eine Riesenkalasch. Jo. Ja, okay. Das ist die groß. Die ist groß, ja. Meine ist aber echt klein. Ja, du hast Feinleine, er hat ja komplett. Oh, die Sonne blendet. Es ist so gutes Wetter. Oh mein Gott, sie zieht sich hier wahrscheinlich erstmal die Hose runter und guckt sich das Tattoo an. Ich muss. Sie sitzt hier einfach ohne Hose jetzt. Ich muss das meiner Schwester schicken. Wobei, so sieht das richtig komisch aus. Ich hoffe, dass man ihre Piep gar nicht sieht. Vor allem ist er so angespannt noch. Ich schicke heute Abend ein Foto. Ja, das wird auch noch ein bisschen angespannt sein. Ja. Wir sind jetzt auf jeden Fall fertig beim Tätowierer. Hast du dir spontan einfach noch ein Tattoo rausgelassen? Was sagst du dazu? Ja, ich finde es heftig. Also wenn ihr auf jeden Fall euch ein Tattoo machen lassen wollt, dann schaut auf jeden Fall bei Odyssee vorbei. Philipp, heftig, alle anderen aber auch. Also da könnt ihr eigentlich gar nichts falsch machen in dem Studio. An der Stelle mal ein bisschen Werbung. Unterstützt die Boys und ja, schaut da mal vorbei. Also wenn ihr auf jeden Fall ein sorgenfreies Tattoo haben wollt mit 1000%iger Qualität, oder? Mhm. Genau. Und wir haben schon den nächsten Termin für dich gemacht. Haben schon den nächsten Termin gemacht. Und jetzt... Ja, fahren wir weiter. Wir waren 4 Stunden da. Also so lange wurdest du noch nie tätowiert, aber Hast du echt gut durchgehalten. Vor allem, wir haben beide noch nie irgendwas, also irgendein Schmerzmittel oder irgendeine Creme oder so haben wir beide noch nicht genommen. Aber mir wurde so Angst gemacht und Wirbelsäule wird so schlimm. Leute, Wirbelsäule, also das ist jeder. Das kommt bei jedem das anders. Das ist bei jedem anders. Bei mir zum Beispiel hat das nur dieses komplett unten, das hat ein bisschen wehgetan. Aber oben,
Das ging, das war so ein kleines Zwicken, das ging voll durch, das ging klar auf jeden Fall. Das fand ich am Oberschenkel, das war tausendmal schlimmer. Krass. Ja, und jetzt fahren wir erstmal vielleicht ein paar Fotos machen. Ja, let's go. Auf geht's. Every day we live, oh yeah. Live it up, live it to the fullest, oh yeah. Travel all around and hit every single club. Everywhere we go, everybody show us love, yeah. Every day turned up, oh yeah. Check on the accounts and we always ballin'. Oh, yeah, we always. Ich übergebe die Kamera an sie, weil sie hat heute noch nicht. Und du traust dich in der Stadt immer nicht, ne? Haben wir jetzt Waffeln gegessen? Oh Gott, ich sehe so süß aus. Oh mein Gott, ist das schön. Das ist, wie heißt das, Golden Hour oder so? Auf jeden Fall waren wir jetzt Waffeln essen, weil Aurel hatte richtig so Kreislauf. Jetzt wollte ich nochmal schnell zu Zara und Aurel wollte nochmal nach einer neuen Jogginghose gucken. Also wir sind kurz in der Stadt, machen gleich auf jeden Fall nochmal ein paar schöne Fotos. Und das sind eigentlich wegen Fotos hier. Ja, deswegen, ich wollte noch einen kurzen Abstrich bei Zara machen. Und ja, oh, Hamburg City ist irgendwie schon sehr schön, ne? So, Zara, wir kommen. Oh yeah, live it up, live it to the fullest, oh yeah. Travel all around and hit every single club. Everywhere we go, everybody show us love, yeah. Wir haben uns heute mal wieder drauf ankommen lassen. Mal gucken, ob wir ein Strafzettelchen haben oder nicht. Was glaubst du? Nee. Ich glaube auch, ich bin da auch guter. Da hat jemand unseren. Ah, nee, ist nicht unser Auto, ne? Nee, ich dachte, da hat jemand unseren Rückspiegel umgeklappt. Nope. Glück gehabt, was? Dann gehe ich morgen näher machen. Was ist das? Haben Sie da gerade weggerufen? Wir sind jetzt wieder zu Hause angekommen. Wir waren eben noch eine Kleinigkeit essen. Wir haben ja unseren Jahrestag noch gar nicht gefeiert, der vor 3 Wochen ungefähr war. Und jetzt sind wir wieder zu Hause. Ja, ich habe so Rückenschmerzen, Leute. Sie ist ganz stolz. Sie möchte am liebsten jetzt immer nackig durch die Gegend rennen. Na, auf jeden Fall. Ich habe so Rückenschmerzen. Guck mal, so sieht aus, als ob ich noch trainiert wäre. Dabei bin ich aber nur noch skinny fett. Wir haben uns jetzt abgeschminkt. Und uns frisch gemacht fürs Bett und jetzt werden wir auf jeden Fall. Sieht man doch. Also, ich habe die Lashes abgenommen, ich hatte heute 305 drauf. Gefallen mir sehr gut, aber das ist natürlich nichts für jeden Tag, weil die haben natürlich wesentlich mehr Volumen als die 302, ja, ist ganz klar. Und deswegen haben wir uns jetzt abgeschminkt, Wimpern abgemacht. Mhm. Und jetzt werden wir. Ich habe jetzt hier gerade den Fernseher nochmal provisorisch da doch angeschlossen, weil wir haben keine Kraft im Wohnzimmer zu chillen. Wir werden jetzt einfach noch ein bisschen Serie gucken und dann werden wir Haier machen gehen. Ich weiß nicht, ob wir das im Vlog gesagt haben. Super Serienempfehlung ist Safe auf Netflix. Mega spannend. Muss man aber allerdings erstmal ein, zwei Folgen reinkommen, weil die so random startet. Aber wenn man dann drin ist, dann ist es einfach nur wie geil. Wie beim Geschlechtsverkehr. Wenn euch der Vlog gefallen hat und ihr das Tattoo, die Tattoos feiert, schreibt mir eure Meinung dazu. Ist natürlich, Tattoos sind immer ein kontroverses Thema, so manche mögen es, manche nicht, aber. Das ist halt auch Geschmackssache, wie man halt sticht. Also ich finde halt dieses Fine Line, also dieses nicht so grobe, einfach nicht schattiert, sondern einfach dieses. Genau. Einfach, ja, mädchenhafter, sag ich jetzt mal. Das sieht einfach noch so ein bisschen weiblicher aus, wie ich finde. Luftiger halt einfach. Aber es ist halt Geschmackssache, ne? Jeder wie es halt mag. Ich bin auch eher so Fine Line mäßig unterwegs. Und ich habe heute schon zu Aurel gesagt, weil alle mir gesagt haben, dass das auf der Wirbelsäule so wehtun soll und es so schrecklich ist. Ist ja natürlich bei jedem anders. Aber mir wurde wirklich von sehr, sehr vielen gesagt, dass. Wir haben Panik gemacht, ne? Ja, genau, dass der Rücken richtig schlimm ist. Und ich wollte wirklich schon 2 kurze trinken, aber ich dachte, ich schaffe das nicht. Und das Tattoo am Oberschenkel war wesentlich schlimmer. Also ich würde es richtig, richtig schön finden, wenn ich meinen Arm tätowiert habe. Aber ich möchte nicht heiraten mit einem tätowierten Arm, das kann ich euch schon mal jetzt sagen. Weil ich finde ja dieses kleine Pups-Tattoo, das stört keine Sau, so sag ich jetzt mal. Aber wenn ich da so ein Brautkleid, ein weißen Brautkleid bin und hier voll tätowiert bin, finde ich nicht so schön. Auf Fotos, also zumindest so. Und wenn euch dieser Vlog gefallen hat, dann lasst natürlich gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und schreibt gerne einen Kommentar. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Macht's gut, Leute. Tschüssikowski, Kohani. Tschüssikowski.